So, stirb du Halborg, Rohling. Tja. Der Halborg Rohling wird bestimmt nachher gebrannt und da kann man dann seine Daten drauf speichern. So, Filme und gewisse Filme und so, ne? Früher gab es ja diese gewissen Filme, muss ich ja auch mal sagen, gar nicht als Filme, sondern wie war das damals? Burp, lass mich lügen. Ich glaube als, noch als, also damals war jetzt das Internet noch nicht, oh, scheiße Mensch, hier, ich bin ja fast tot, ich muss mal darauf achten. Früher hat das Internet noch nicht so schnell war, konnte man gar keine Filme im Internet gucken, sondern das waren halt alles nur Bilder, die man sich da angucken konnte. Da musste man sich da was dazu denken. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. so. Ja, hier. Wieso ist mein Essen eigentlich schon wieder? Ist das schon wieder abgelaufen oder wird das bloß wieder nicht angezeigt? Ach, ich fress mal wieder was. Komm. Ich habe hier so einen Hunger, das ist unglaublich. Ich muss alle 5 Minuten was essen. Ja? Das ist echt schlimm. Das ist fast schlimmer als in Minecraft hier. Wobei, Minecraft? Hm. Naja, da muss ich auch sehr viel essen, ja. So, hier, Strauchjäger, komm. Stirb, du Elendes. Warum töte ich eigentlich alle Tiere hier? Ich, irgendwann kommt nochmal die Peter vorbei. Oder aus WoW die Data und, hat nichts mit Lieutenant Data aus Star Wars, aus Star Wars. Schlimmer Fehler. Aus Star Trek natürlich zu tun. Sondern, er ist nicht nur Lieutenant, er ist Lieutenant Commander Data sogar. Also, kommt auf jeden Fall die Data aus WoW und dann krieg ich wieder Ärger. Also, die gibt's ja wirklich, das ist so eine Parodie auf die Peter. Weiß gar nicht, ob das eine Parodie ist, einfach nur die... Wie war das im WoW? Die Data ist da irgendwie in den, in der Worianischen Tundra und sobald du dann... Sobald du... Hä? Hä? Also sobald... Also... Hä? Verarschen? Also... Sobald... Alter! Hä? Also sobald du dein Tier tötest... So, sag mal, wo... Zum Glück ist dieses Spiel nicht verbuggt. Alter Schwede. Das gibt's ja gar nicht. Hilfe! Das passiert, wenn die Bewegungen Server gesteuert sind. Na toll, wie komme ich jetzt hier raus? Warum bin ich überhaupt gefallen und hab mich verletzt? Hä? Guck dir das mal an. Das war ganze 45 Sekunden. Also, gut. Ich komme hier nicht mehr raus. Leute! Hilfe! Nicht. Alter, was ist das? Das ist doch. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Jetzt mal ernsthaft, was ist denn das bitte? Das ist ja schlimmer als in Minecraft, wenn du da irgendwo festhängst, kannst du einfach einen Block wegmachen und dann kommst du wieder raus, aber hier? Also gut. Ich laufe jetzt nochmal ein Stück zurück, einfach nur aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob das hilft. Und dann sehen wir da vorne, wie die Sonne aufgeht irgendwo. So, und hier kommen wir dann auch... Ah! Ach, guck mal. Jetzt geht's auf einmal. So, und da ist auch schon ein Halborg-Wachmann. Was war das? Das ist echt... Also man merkt, dass die Bewegungen alle durch den Server gesteuert sind. Wenn ich irgendwo hinlaufe, wo ich nicht hinlaufen darf, dann werde ich wieder zurückgesetzt. In diesem Fall durfte ich da eigentlich hinlaufen, bloß der Server war irgendwie blöd. Oder verbuggt oder keine Ahnung was. Und hier muss ich aber auch nicht hin. Ich muss irgendwie nach da oben, kann das sein? Also laut Karte muss ich da irgendwie oben drauf. Hä? Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich da hoch? Ich laufe jetzt immer weiter weg irgendwie. Ich probiere es mal hier rum. Nee, hier geht's irgendwie auch nicht weiter. Nein. Hier vielleicht? Nups. Vielleicht
Ist das nicht hier wieder dieses E-Kleinlager? Ja, hier bin ich ja wieder beim E-Kleinlager. Hm. Ah, jetzt bin ich wieder so langsam verlangsamt. Also halt langsam. Ach, egal, ich bin schon wieder verwirrt. So, ich möchte gerne dort oben diesen Aufseher töten, der angeblich da oben irgendwie sein soll. Und ich habe keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Aber ich versuche mal diesen Weg hier. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Naja, und so weiter. So, hier hinten ist eine Brücke. Über die Brücke gehen wir jetzt. Über sieben... Alter, was ist heute los mit... Ich bin schon wieder 10.000 Lieder zu den Sachen, die ich da sage. Die Lornbrücke ist hier. Hier haben wir eine nicht sehr wunderschöne Haus... Naja, geht. Da oben ist die Wetterspitze, da. Der Mauszeiger wird bestimmt hier wieder hin und her flackern. Mich nervt das selber, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Mit Traps und Order City aufnehmen ist ein bisschen, blöd, zumal ich jetzt auch nochmal extra Dextery gekauft habe. Werden mal versuchen, die Kamera wirklich nicht so oft mit Dings zu... mit der Maus zu drehen, sondern eher mit der Tastatur, so zum Beispiel. Wackelt der Mauszeiger nicht immer so rum? Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Echt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich ziehe die Bugs magisch an. Ich habe sogar, dass ich meinen PC bei YouTube-Videos aufhängt. Und auch wirklich nur bei YouTube-Videos. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Vielleicht liegt es wirklich an Google Chrome oder am Flash-Player. Wobei der in Google Chrome ja integriert ist. Den musst du ja nicht extra downloaden. Der ist ja gleich mit drin. Muss ich mal wieder Werbung für Google Chrome machen. Unabsichtlich. Also hier sind wir jetzt in der Mithrenfeste. Und hier ist ein Stutzbartkrieger von den Grimhans. Und dieser Stutzbartkrieger wird... Scheiße. Ich habe ja nur noch so wenig Leben. Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe auch schon wieder Hunger, kann das sein? Ah. Du glaubst nicht, wie viel Hunger der Typ hier hat. Echt, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich dem das erzähle. Ja? Hunger ohne Ende, echt. Unbelievable. Ich kann es nicht fassen. Ich wollte gerade so reden wie dieser... Wie ist denn der Typ? Bruce Darnell oder so. Aber ich kann so nicht reden, das tut mir leid. Ich glaub das... Nee, kann ich nicht. Ich glaub das nicht. Der spricht doch immer so komisch. Irgendwie so komisch halt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie komisch halt. Sind wir denn jetzt im Kampf? Mit diesem Stützbandkrieger oder was? Hä, wo läuft der denn jetzt hin? Hä? Wo kommt der jetzt her? Ach. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann leider auch nicht so viel Synchronstimmen, sonst würde ich... Ich würde ja auch mal sehr gerne wieder Monkey Island 1 Let's Playen. Was heißt denn wieder? Ich würde das... Ich habe das Spiel noch nicht mehr. Müsste das mal kaufen. Und da sind in der Version halt... Also in der Originalversion ist halt auch keine Stimmen drin. Das ist einfach nur Text. Und das alles zu synchronisieren ist natürlich blöd, weil ich kriege nicht so viele Stimmen hin. Oh, Guybrush! Oh, Elaine! Guybrush! Elaine! Ich liebe dich, Guybrush! Ich liebe dich, Elaine! Vor allem immer mit den Stimmen wechseln. Ah, wie viel kommen denn da noch? Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott! This is unbelievable! Du kannst so unfassbar gut singen! Wie komme ich jetzt da drauf? Ja, ja. Ach ja. Ach, das war jetzt blöd. Ich wollte natürlich keinen Heiltrank nehmen, sondern ich wollte einfach warten. Aber jetzt brauche ich nicht mehr so lange warten. Kann ich währenddessen mal was trinken? Moment. Kann ja eh nur dastehen und warten. Bis die Moral wieder voll ist. So, jetzt aber. Naja, fast. Jetzt ist voll. Okay. Guybrush.
Finde es auch lustig, dass ich mit meiner Stimme so hochkomme. Naja. Kann ich eigentlich auch in den Chat? Muss ich mal ausprobieren. Arr. Nee. Guybrush. Ich werde dich töten. Nee, das klingt irgendwie nicht wie Lil Chuck, oder? Ach Mann, so ein Mist. So eine Fieslingsstimme ist auch nicht einfach, muss man ja sagen. Das Einzige, was ich kann, ist so eine... hier, diese andere komische Stimme hier. Nied nieder, Sterbliche. Mein Meister wird euch vernichten. Oder irgendwie so. Das kann ich noch, aber... Eine Chuck-Stimme wird schwierig. Wie gesagt, Lehn und Guybrush kriege ich auch noch hin. Habt ihr ja gehört, vielleicht. Das wird schon wieder nicht angezeigt. Ich muss in diese Richtung gehen. So. Stirb. Stutzbart, Gesetzloser. Hallo? Achso, ich klick daneben. Ich bin wieder sehr toll hier. Ich bin sehr gut im Zocken, wie man merkt. Ne? Und deswegen klicke ich immer daneben. Nee, So, hier. Würde ich sagen, ich werde hier angeschossen. Nee, das ist... Ach, das ist hier die Wunde noch. Die noch nicht verheilt ist. Hier ist schon wieder der Kampf. Lock, ganz lustig. Ich finde den auch irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Ich meine, steht zwar alles drin, was man wissen muss vielleicht, aber... Ehrlich, könnte man auch ein bisschen kürzer fassen vielleicht. Naja, so übersichtlicher vielleicht. Irgendwie so... Stutzbart Gesetzloser. Nee, dem Stutzbart Gesetzloser gelang ein Treffer mit ernsthafter Wunde gegen den Tagador für 18 Punkte Schaden des Typs allgemein auf Moral. Was ist denn das für ein... Nee, also... was ist das denn da? Sind das Fleischstücke oder was? Guck dir das mal an hier. Da, guck mal. Wieder wegscrollen. Los, weg da. Das stinkt hier irgendwie gerade nach verfaultem Fleisch. Ein Grauen überkommt mich. Angesichts etwas derart Bösen. Etwas derart Bösen? Was ist denn hier böse? Doch nicht etwa... Das Ding hier. Sieht gar nicht böse aus, es sieht ja aus wie so ein heiliger Stein, der da leuchtet. Könnte aber auch ein böser Stein sein, der da leuchtet. Aber ich werde erstmal den Stutzbart Gesetzlosen töten. Warum überkommt mich eigentlich ein Grauen, mich denn so ein Feigling? Das ist ja echt schlimm. Echt mal, da sieht er einen komischen Stein und gleich... Scheiße, ein Stein, Hilfe, oh mein Gott, nein! Und da noch ein Stein. Oder ist hier vielleicht etwas anderes? Böses? Oh, hier sind andere Spieler. Die haben auch Grauen. Okay, die haben auch Angst, sind auch Feiglinge. Das dunkle Feuer wird euch nichts nützen. Nee, das kommt erst später, Mist. Da ist ein Feuer. Da ist der Aufseher. Ah, ich sehe ihn. Aber vorher muss ich hier töten. Stutzbart Krieger. Ich habe gerade Gummihandäxte gelesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich Grimmhandäxte haben wir gesammelt. So. Und da ist ein Anführer. So. Und das ist wieder so ein offen anzapfbares Monster natürlich. Und wir sind da mitwirkend. Wir zapfen es an, so mit dem Zapfern und so. Wie auf dem Oktoberfest, da wird auch gerne angezapft. So, ich nehme mir mal hier die Vorratskiste. Und drin waren... Toll, ein zerbrochener Holzspeer, der ist auf jeden Fall, den brauche ich. Und 5 Rubine, wow.
Mensch, da ist ja richtig was, da geht's ja ab hier. Da ist ja noch ein Aufs... Hä? Wieso sind denn da zwei... das ist noch ein Aufseher? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe doch eben gerade noch ein Aufs... War das nicht ein Aufseher? Hä? Ach, frag mich nicht. Verwirrt ich bin. Pflicht eines Zwerges hier. Ich muss doch bestimmt noch mehr Grimhans töten. Und dir schon wieder so ein Stein. Macht der mir wirklich Angst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass ich mich vor einem Stein fürchte. Alter, wie viele Mobs hier wieder sind. Das ist doch unglaublich. Wo kommen die alle her? Die Frage, wie überlebe ich das? Alter, das ist ein bisschen übertrieben hier aber, ne? Das sind ja sehr, sehr viele. Ich ziehe mich mal zurück. So, und jetzt sind wir schon wieder in Anunor. Es sind zu viele. Oh mein Gott, sie haben Tagador getötet. Ihr Schweine.